Isaac and his mother lived alone. Herzlich willkommen zur dieswöchigen Sonntagsausgabe von The Binding of Isaac Rebirth. Warum wird das File immer gelöscht? Verdammte Angst. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben das letzte Mal mit Eve einen grandios geilen Run hingekriegt und dieses Mal, wie versprochen, starten wir voll und ganz durch mit Samson und ich hoffe, dass der genauso geil wird, der Run, wie der gestern. So, ich habe jetzt irgendwie langsam die Theorie, warum mein anderes Save-State-File immer gelöscht wird. Ich glaube, das liegt sogar tatsächlich an mir, an meinem Aufnahme-Key, weil immer nach einer Aufnahme ist es irgendwie weg. Vielleicht löscht man mit F9 das dritte Save-File. F9, die mein Hotkey für Fraps und Ball of Tar, Sticky Feet, okay. Wir hinterlassen eine Teerspur. Okay. Da werden wahrscheinlich... Ja, okay. Fliegen wird das nicht interessieren. Da werden wahrscheinlich Gegner drauf verlangsamt werden. So, wir haben 3 Münzen und 2 Bomben. Und der Secret Room kann an 2 Stellen sein. Einmal hier. Jawohl. Ein paar Münzen. Jawohl. Bitte, danke. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Nice, 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 nice. So, mit 18 Münzen können wir dich bestimmt beglücken. Ein Herzchen. Oh, und HP ab. Nice. Dessert. Wunderbar. Und Gemini. Ach, wir schießen sogar teilweise so schwarze Tränen. Das war jetzt Glück. Ah, gegen Gemini ist der Ball of Tar ja wie geschaffen. So. Oh, oh nein. Laufe ich ihm tatsächlich voll rein? Mann, ich will das kleine Vieh mal zuerst weg haben. Keine Ahnung, ob das so viel Vorteil bringt, aber ich habe sonst normalerweise immer den großen zuerst weggemacht. Vielleicht gibt es ja jetzt in Rebirth, also im neuen Teil, ein extra Item. Weiß man ja nicht. Ja, Lock the Cellar. Na, sieh an. Ich glaube tatsächlich, dass man diese Kombination machen musste, um die Errungenschaft zu kriegen. Unter anderem. Nice, gefällt mir. Und Safety Pin, Evil Range und Shot Speed Up. Okay. Nehme ich gerne. Ich nehme auch gerne das Herz noch mit. Und dann noch das Soul Hearts. Und dann haben wir in der Ebene alles getan, was wir tun müssen. Und es geht hinab in Ebene 2. Basement 2 allerdings. Wir kommen doch nicht direkt in den Keller. So. Oh Gott. Der Liberty Cap. Liberty Cap, Liberty Cap, Liberty Cap. Freut mich. Ich feiere den. Keine Ahnung warum. Ich feiere den einfach. Was ich nicht feiere, dass wir wieder so wenig Damage haben. Eigentlich. Oh Mann, und ich brauche unbedingt einen Schlüssel. Oh, der Ball of Tar bringt es ja voll und ganz gegen diese kleinen Viecher. Also das mit F9, das bringe ich mal nochmal in Erfahrung, ob man mit F9 eventuell Save States tatsächlich, das dritte Save State tatsächlich löschen kann. Das wäre natürlich endlich mal ein triftiger Grund. So, wir haben einen Schlüssel und hier ist noch ein Tinted Rock, wo 2 Schlüssel drin sind. Ich weiß, wir haben oben eine Tinted Rock übersehen. Aber egal, dafür haben wir den genommen und wir kriegen Tough Love, Tooth Shot. Hier, die Zähne schießen wir ab und zu. Und wir hatten gerade hier den Minimash-Effekt. Der ist auch sehr geil, die Fire Rate geht dadurch hoch wie noch was.
Und wir könnten auch tatsächlich im Shop vorbeischauen. Was, glaube ich, echt keine schlechte Idee wäre. Und da kriegen wir wieder unsere Broken Watch. Die nehme ich sehr, sehr gerne. Und die Münze spende ich sehr, sehr gerne. Die Broken Watch, gestern schon angekündigt, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ja, das war ja vorzüglich. Nichtsdestotrotz werden wir trotzdem hier nach oben schauen und diesen Raum hier auch noch cleanen. So. Hat uns leider überhaupt nichts gebracht, aber hey. Monstro, oh Gott, im Doppelpack sogar. Ja, Monstro in Rot ist wie Monstro Double Trouble. Nur dass die beide nur halb so viel Leben haben, glaube ich. Wie ein normaler Monstro. Au. Au! Du hässliches. So, jetzt aber. Hat er uns erwischt? Wir kriegen Tears in Shot Speed ab. Boah, und was kriegen wir hier so Feines? Guppies Hairball. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit, um ihn zu zeigen. Swing it, hier können wir... einen Haarball hinter uns herziehen und schleudern. Und es gibt nur eine wahrscheinliche Möglichkeit für den Secret Room. Da gehen wir auf jeden Fall mal rein, wenn es denn wirklich sein sollte. Hamm, schade. Ja, war die einzig höchstwahrscheinliche Möglichkeit, aber da ist er wohl nicht, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber naja, schade. Catacombs 1. Au. Au. Ah, das sind so ekelhafte Spinnen. Wow. Finger weg. Oh, ich hasse Spinnen. Jetzt nicht nur im RL. Ich habe ja eine Arachnophobie. Ich habe Angst, eigentlich riesen Angst vor diesen Viechern. Aber das sind einfach die hässlichsten Viecher überhaupt. Okay, überhaupt nicht. Da gibt es hässlichere, wie zum Beispiel Skelette. Aber Spinnen sind schon echt nervig, weil sie, vor allem diese kleinen, weil sie einfach ein Bewegungsmuster haben, das einfach zu random ist. Oh Gott. Verlangsamte Fledermäuse. Und eine Bombe. Und Bootlicker. Uäh. Na komm. Boah, gut. Du kannst dich auch gerne selbst töten. Und jetzt vielleicht was richtig Fancies. Ein Blattsacker. Leech. Genau, so heißt die Viecher. Boah, ich habe nicht so einen Plan, was der so großartig macht. Greifst du das hier mal an? Oder... machst du irgendwas? Ja. Okay, wenn der es killt, kriegen wir Herzen dazu, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, uns hat ein halbes Herz gefehlt. Ich will das jetzt nicht rauf provozieren und es ausprobieren. Boah, Skelette, fuck you, wow. Okay, wir haben einen Shop noch zu besuchen. Hätten wir einen Schlüssel. Und... puff, puff. Au. Oh Mann, das war jetzt sehr unnötig. Aber wir haben einen Schlüssel für den Shop. Außer natürlich, wir suchen zuerst den Secret Room, der hier sein könnte, hier über uns.
Hier links auch? Oder? Nein, kann er nicht. Heißt, er muss eigentlich hier sein. Jawohl. Und wir kriegen nochmal sehr viele Münzen. Sehr geil. Und mit denen können wir im Shop so richtig zulangen. Der Champion Belt. Jetzt muss ich tatsächlich die Münze nochmal... Nein! Shit. Oh Gott sei Dank. Die Münze nochmal rausholen, um hier den Champion Belt zu kaufen. Einfach Damage up. Ist schon geil. Ich hoffe nur, dass wir das nicht bereuen, dass wir hier so viele Münzen rausnehmen. Wow. Der Husk in seiner roten, schnellen Form. Aber wenn wir ihn einmal mit einer schwarzen Träne treffen, hier so, dann hat sich die Geschwindigkeit ganz schnell ausgehaskt. Damage up und HP up. Das ist natürlich sehr geil. Wir machen jetzt sehr schön massiv Schaden. Wir haben auf der Ebene alles erledigt. Es geht ab in die vierte Ebene. Catacombs 2. Und ich bin gespannt, wie unser Damage wirklich so wirkt. Boah. Gut, es geht besser, geht aber auch wesentlich schlechter. Oh, und ein Matchstick. Ein Matchstick aus einem TNT-Fass. Können die das auch droppen? Also Matchstick erhöht die Droprate von Bomben. Ich bleibe bei dem Liberty Cap, einfach weil ich den so feiere. Ich habe keine Ahnung, warum. Wow. Oh Gott. Wir sollten eigentlich auch mal Gegner mit unserem Herbold töten. Was in diesem Raum sehr schwer ist. Weil je mehr Gegner wir mit dem Herbold töten... Oh, The Joker, perfekt. Desto größer wird das Vieh auch. Und kann uns, zum Beispiel wenn wir zurückweichen müssen, auch einiges an... Schaden an die Gegner machen, die direkt vor uns dann dran kleben. Also in einem etwas größeren Raum mit etwas weniger Löcher. Naja, oder mehr Trittfläche auf jeden Fall mal. Ja, was geht? Keine Gegner mehr. So. Oh. Ausgerechnet ihr. So. Oh, oh Mann. Jetzt muss das Vieh natürlich jetzt wieder hochgehen. Komm, ja, mach mal du weg, Kleiner. Ein halbes jetzt pro Kill. Das ist geil. Da können wir uns sehr schnell wieder hochheilen. Das freut mich. Das freut mich sehr. Mit dem Herbold umzugehen ist aber auch echt schwierig, weil er am Anfang echt sehr träge ist. Besser gesagt, er ist extrem träge, solange man selbst sehr langsam ist. Achtung, ich wollte das Vieh gar nicht töten. So, na komm mal her. Nein! Oh Mann, Leech, du... Das wollte ich doch gar nicht, Mann. Ah, das ist doch grauenvoll. Auf dich zu bewegen! Au... Aber ihr seht, er ist gewachsen. Hat sich schon fast gelohnt. Machen wir so. Hier sind auch noch so viele Herzen und Schlüssel. Ich bräuchte diesen Schlüssel für den Item Room. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und ihr seht schon, er ist jetzt größer geworden. Und schwingt dadurch auch ein bisschen mehr. Und wir haben tatsächlich in dem letzten Raum der Ebene einen Schlüssel für den Item Room gekriegt. Freut mich sehr. Jetzt muss nur noch was Gutes drin sein. Oh, Moms Eyeshadow Charm Tears ist jetzt nicht so der Hit. Aber da... Das war mir schon die ganze Zeit so auffällig. Wenn hier nicht der Secret Room ist, dann fresse ich einen Besen. Habe ich jetzt extra gewartet. Ja, die zwei Münzen können wir verschwenden. Oh,
perfekt. Da war eine Pretty Fly dabei und ein Soul Heart. Nice. Und noch zwei Münzen zurück. Und wir gehen ab in den Bossraum, der da oben auf uns lauert. Aber kein Double Trouble ist, das ist ja schon mal beruhigend. Bin ja gespannt, welchen Boss wir kriegen. Kein Schlüssel übrig. Das macht The Hollow. Ganz, ganz easy. Ganz, ganz. Lol. Ich will nichts sagen, aber er hat sich minimal in die Wand gebackt. Und wir kriegen einen Teufelsraum und die Kaffeinpilz speedet up and size down. Und was kriegen wir denn hier Feines? Drei Kisten, schade, kein Double Deal. Pam! Jawohl. Okay. Aber, oh Moment. Eine TSA-Pille noch. Nice. Und der Joker. So kann sich's doch leben lassen. Also Damage machen wir ordentlich. Necropolis 1. Oh, da sind schon die ersten Herzen. Wir haben auch ungefähr für 4 oder 5 verschiedene Träneneffekte gefühlt. Zum Glück kommen hier nur Herzen und keine Masken dazu. Ich hasse... Ihr kennt ja das Item Mask of Infamy. Oder Infamy. Diese Maske, die Damage Reduction vollbringt. Ah ja, und der Hairball. Ja, wenn wir gewisse Räume nicht töten damit, dann... Au. Yo. So fett sieht er schon viel besser aus. Dann schrumpft er nämlich wieder. Health down. Nein, das war jetzt nicht gut. Schade. Mir kommt die Musik irgendwie ein bisschen unheimlich unbekannt vor, muss ich mal zugeben. Vielleicht täusche ich mich auch nur. Könnte was vorkommen. So. Zack, und eine Schneise der Verwüstung. Der Hairball ist schon praktisch. Oh Gott, 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 oh Gott. Das war knapp. Das war sehr knapp. Und hier oben haben wir eine Schlüsseltür, aber wir haben nur einen Schlüssel und den heben wir uns ganz sicher für den Item Room auf. Also wenn wir das nur so machen, geht das ja auch ganz gut. Zack. Und den letzten noch. Zack. Ein bisschen damit umgehen muss man können. Oh Gott, jetzt geht's los mit den verschissenen Masken. Fick dich. Und man kann die Masken nicht töten, sondern die Masken sterben nur, wenn man das zugehörige Herz tötet. Boah. So, Necropolis 1. Hier ist kein Item Room. Das heißt, wir suchen weiter. Ja, das war ja undankbar ohne Ende. Wir haben nur noch 1,5 Herzen. Ich würde das nicht feiern, wenn wir diesen Run verkacken. Nur wegen diesen behinderten Masken. So. Wir machen so gut Damage, das will ich eigentlich echt nicht irgendwie. Ganz ehrlich, ich kann den Unterschied zwischen uns und dem Hairball eigentlich teilweise gar nicht ausmachen. Weil das Vieh ungefähr genauso groß ist wie wir. Das ist schon heftig. So. Ich wollte gerade fragen, wo ist jetzt denn dieser blöde Item Room? Da ist er ja. Spider Baby! Spider Revenge. Cool. Ich habe eine Ahnung, was es bringen könnte. Ich glaube, ich kenne es schon, habe aber leider vergessen, ob es wirklich das Item war oder ob ich mich gerade täusche. Au. Oh. Ich habe das Loch schon wieder nicht gesehen. Ja, ich glaube, es ist das, was ich denke, dass es ist. Und zwar, jeder Gegner
droppt eine Spinne oder wir kriegen tatsächlich nur diese eine blaue Spinne, die uns ewig erhalten bleibt. Das kann natürlich auch sein. Boah. Ist die Musik echt neu? Die kommt mir so unbekannt vor. Ach, vielleicht weil wir auch in Necropolis sind und nicht in der Depth. Das kann natürlich auch sein. Ach, ja, ich hält. Dann versuchen wir mal unser Glück mit dem Super Secret Room hier. Jawoll! 4 Münzen. Fast alle für die Katz. The Emperor. Naja. Nicht wirklich, wir behalten The Joker. Und gehen ab zu Loki. All Stats ab, noch ein bisschen Heilung obendrauf. Nice, einen Devil Room mit Krampus. Au. Alter, der Damage, den wir machen. Heftig, 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 heftig. Und Krampus hätten noch obendrauf. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Dann geht's ab in die nächste Ebene. Depth 2. So. Jetzt mit diesen. So. Mit dieser Musik komme ich auch schon mehr klar. Hier ist ab. Nice. Den Joker behalten wir natürlich weiterhin. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, da kommen jetzt bestimmt ein Haufen Pins gleich aus der Erde. So. Finn ist einer der einfachsten Bossgegner, muss ich mal so festhalten. Gegen einen einzigen hast du normalerweise locker eine Chance. Ach, und ich habe total Samsons Start-Item vergessen. Oh, Lockdown, schade. Das haben wir ja sogar. Deswegen werden auch unsere Tränen größer. Pro Kill kriegen wir Damage ab und das hält genau immer einen Raum. So. Gut, da unten müssen wir jetzt nicht unbedingt rein. Oh, das war knapp. Oh! So. Einen Chalüssel nehme ich sehr, sehr gerne. Oh Gott. So. Da komm. So. Okay. Hier haben wir noch eine Battery. Das ist gut zu wissen. Boah, das war jetzt knapp. Fast hätte ich Schaden von den Viechern gekriegt. Das wäre peinlich gewesen, weil die eigentlich echt scheiße sind. Au, okay. Der Schaden war jetzt echt fast nicht zu verhindern. Aber wir machen so viel Damage, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das sind so richtig coole Runs, finde ich. Oh Gott. Ach, sind die süß. Bin ich keinen Meter weit kommen. Wegen der Broken Watch. So, jetzt muss die Tränen ein bisschen ausrichten, weil die ja von dem Vieh in der Mitte angezogen werden. So. Oh, und ein Nickel. Sind wieder. Wow! 5 Münzen drauf. So. Und ein Herzchen. Noch dazu. So. Komm her. Wo kommst du her? Fettwanst. Wow! Na, oh, okay, das war jetzt. Dämlich. Eine Trollbombe. Ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Aber ein Soulheart aus dem Kacki-Häufchen nehmen wir natürlich sehr gerne. Ich glaube, da hat niemand von euch etwas dagegen. Hier ist der Item Room. Da gehen wir auch sofort rein. Zack.
und kriegen Crack the Sky, Holy White Death. Schaut so, ach shit, egal. Kommen so Lichtstrahlen von oben runter, die machen Damage, habt ihr kurz gesehen, aber die... Mein Gott, ein Boss-Enemy, das anziehend ist. Das ist ja cool. Hab ich auch noch nie gesehen. So. Ja, wir machen die Ebene natürlich zuerst fertig. Ein Bömpchen. Vielen Dank. Gehen nochmal in den letzten Shop. Die Black Candle schützt uns vor Flüche, dass wir keinen Curse of sonst was kriegen, aber ich spende den Rest. Wow. Hat sich ja mal wieder gelohnt, dass die Automaten, die Donation-Automaten zurzeit so schnell voll sind. Das ist schon etwas traurig. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal hier herunter, nehmen ein halbes Herzchen mit. Alter, das ist der Vorteil von den Pilzchen hier. So, man will ja jeden Raum gecleant haben. Wollen wir auch da unten rein? Ich glaube nicht. Wir behalten uns das Soul Heart. Die Batterie haben wir jetzt auch nicht mehr gebraucht. Wir gehen jetzt zu Mom. Machen die... nein. Es wäre zwar gegangen, aber safe ist safe. Gehen auf Nummer sicher und... Ja, machen Mom Platz. Und gehen ab in the Womb. Den küsst Skull. Nein, sicher nicht. So! Das ging mal schnell. Dawn Photo, hier ist ein Shot Speed Up. Wir kriegen noch schnellere Tränen. Keinen Tinted Rock. Und es geht ab in die nächste Ebene. The Womb oder Utero, ich weiß es nicht. Aber wir werden sie jetzt rausfinden. Womb 1. Das ist okay. Das ist voll okay. Wir sind, oh mein Gott, nur 25 Minuten nochmal bis hierher gebraucht. Das war schon sehr, sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von 20 Minuten, wenn man das schafft, kommt man zum Boss Rush. Da bin ich mir aber ganz unsicher bezüglich der Zeit. Kann auch sein, dass es eine Viertelstunde ist oder sowas. Aber ihr seht, das ist locker möglich. Wir haben uns ja noch immer aufgehalten, die Ebene ganz zu clearen. Was wir gar nicht müssen, wenn wir den Bossraum haben. Wenn wir den Boss Rush machen, suchen wir den Bossraum und dann... Ja gut, unabhängig vom Item Room weiß ich jetzt nicht, ob wir den vielleicht auslassen oder... Boah, was fällt hier ein? So. Okay, wir kriegen zwei Spinnchen. Eine Pille, I found pills, yeah. Okay. Oh Mann, ich wollte die Münze haben. So. Zack. Wir haben keinen Item Room mehr, das heißt... Zupf dich, Bombe. Das heißt hier... Oh Mann. Shit. Wir suchen den Bossraum und dann betreten wir ihn auch, sofern wir ihn sofort gefunden haben. Oh, ein wunderbar. Ein Eternal Heart. So. Und, oh mein Gott, wie würde das denn bitte aussehen? Ach nein, Quatsch, das ist ja gar nicht dieser komische Wurm. Was war das? Master of Lockpicking. War das, dass unsere... Ja, unsere Tränen gehen über Steine drüber, oder? Nein, gehen nicht. Dann war es durch Gegner durch, dass die durchgehen sind. Das könnte ich mir vorstellen. Wir bleiben trotzdem bei unserem Pilzchen. Boah, jetzt hätte ich fast eingesammelt. Das wäre jetzt unabsichtlich gewesen. Oh, ein Kistchen. Das nehme ich doch sehr gerne mit.
Denn da ist nur gutes Zeug drin, inklusive diesem Herzchen hier und diesem Herzchen hier. So, boah, nicht spucken. Böse, böse Spinne. Hier haben wir einen Bossraum, wunderbar. Gut, wir könnten die Ebene natürlich noch clearen, aber wir machen den Boss. Death, zack. Und jetzt nur noch das Pferdchen. Das ging auch sehr schnell. Dich nehmen wir mit. Cube of Meat nehmen wir auch noch mit. Und jetzt geht's los. Wir kriegen mit dem Eternal Heart noch ein Herz dazu. Sweet Suffering und... Ach, was soll der Geiz, Brother Bobby, auch noch? Ich bin sehr positiv davon überzeugt, dass wir selbst mit 3 Herzen und 3 Soul Hearts... Alter, unser Kopf. diesen Run hier erfolgreich, zumindest mal ums Herz erfolgreich zu Ende bringen. Ich hoffe, ich übernehme mich da nicht, aber das sieht aktuell sehr gut aus. Wir gehen runter in die letzte Ebene und in Utero 2. Okay, wir kriegen mehr Gegner und hier haben wir noch einen Arcade Room, wo wir uns ein bisschen was erspielen können, wenn wir denn wollen. Und wir kriegen sogar geil. Okay. Da das noch 28 Minuten waren, tut es mir jetzt schon mal leid. Aber es wird ein bisschen dauern, bis wir hier unser gewolltes Item, was wir gerade eben gesehen hatten, kriegen. Oh Mann, und ich wünschte, der Donation-Automat wäre jetzt noch irgendwo zu finden und er würde noch funktionieren. Oh Mann, Mann, Mann. Schade, wieder nicht. 2 Bomben, die nehme ich natürlich gerne. So, und jetzt kriegen wir 1 Dollar. Das sind 99 Münzen. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber wer einen guten Run haben will, der kann auch schon mal 1 Stunde in der Arcade rumgammeln. Das ist bei Binding of Isaac teilweise echt normal. Ich hab schon Runs gehabt. Da bin ich Tatsache, ohne Witz, eine ganze Stunde in der Arcade rumgesessen, weil ich so viel Glück hatte und von diesem Battlerjungen hier, von dem Hütchenspieler, immer wieder Münzen, teilweise Dimes gekriegt habe und aus der Maschine oben links eben den Dollar rausgezogen habe. Und zwar, als ich schon mit 80 Münzen reingegangen bin und die verspielt habe oder irgendwie sowas. Also, heftiger Shit war das. Und ich will doch nichts anderes als Skatol. Oder vielleicht ein paar Schlüssel. Wobei wir die wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Aber da geht es ums Haben-Prinzip. Bomben. Bomben nehme ich auch gerne. Dankeschön. Na komm. Ein Münzelchen. Vielleicht noch mehr Münzen. Nein, auch nicht. Jetzt Skatol. Zum dritten Mal. Wieder nicht. Counterfeit Penny. Hey. X Münzen in der Arcade ausgeben. Hab schon verstanden. Keine Ahnung wie viel. Ich glaube 100 oder so. Dürften das für die Errungenschaft sein. Na komm. Nice. Unser Hairball ist auch schon wieder riesengroß. Das wohl zählt, weil wir ihm den Bettlerjungen reinjagen? Boah, das weiß ich nicht. Na komm. Jetzt Skatol. Auf Versuch Nummer 4. Das gibt's doch nicht. Wir haben sehr wenig Glück. Es ist beim Bettlerjungen übrigens auch vollkommen egal. Soweit ich weiß, denke ich, dass es vollkommen egal ist, ob man das mittlere, linke oder rechte Hütchen nimmt. Weil ich denke, dass das wirklich mit dem Lachs, der zusammenhängt, ob man gewinnt oder nicht, egal bei welchen man öffnet. Deswegen nehme ich einfach die Mitte und gut ist. Na komm. Ein paar Herzchen nehme ich auch sehr gerne. Dankeschön. Die können wir später mal gebrauchen. So können wir nämlich immer hierher zurückkommen. Okay, die Bombe da oben, die war jetzt Glück, dass die unseren Battlerjungen nicht gesprengt hat.
Und Nummer 5. Jawohl, zack. 66 Münzen, wir haben auch nur knapp 5 Minuten gefühlt darin verschwendet. Alles okay, nichts Dramatisches. So. Also mal Kackehäufchen auf den Kopf. Wir sehen super cool aus. Wir haben eine ultra fancy Maske auf. Oh, wow, wow. Wir machen extrem viel Damage. Wir haben noch einen kleinen Blutsauger als Freund. Und wir haben zweimal Envy. Oh Gott. Naja. Ist jetzt nicht so der Act eigentlich. Hauptsache, er trifft uns nicht. Aber wir machen, glaube ich, so viel Schaden, dass wir den sehr schnell gerade zermürbt haben. Ham! Schade. Immer seit. Wir haben schon länger keinen Black Market. Kein Retro Secret Room mehr gehabt. Verpiss dich, Sloth! Verpiss dich! Jawoll! Und noch eine Special-Karte. Die da wäre Two of Hearts, Item Multiplier. Bringt uns leider so nichts. Wir brauchen The Joker. Obwohl wir die natürlich in den Marmfight mitnehmen können. Da können wir unsere Herzen nochmal hochheilen. Wow. Two of Hearts bringt, dass wir die Anzahl roten Herzen verdoppeln. Also nicht die Herzcontainer, sondern die Herzen, die wir haben. Sind wir also auf 1,5 rote Herzen runtergefallen und die Two of Hearts Karte setzen wir ein. Dann haben wir wieder 3 volle Herzen. Was nicht verkehrt sein kann. Aber bis zu Satan können wir die nicht mitnehmen. Das geht nicht, weil wir sonst aus dem Trockensraum wieder rausgehen würden. Ah, shit. Okay, ein Soul hat verloren. Es ist aber auch ein schwerer Raum da. Oh Gott, nein. Oh, Moms Toenail. Jede volle Minute stampft Mom einmal random auf den Boden. Kann auch uns selbst treffen, deswegen nehme ich das Ding nicht mit. Das ist bestimmt mal ganz witzig. Aber... Oh Mann, oh, ich bin so dämlich. Wenigstens haben wir das Soul hat sofort wieder zurückgekriegt, dank unserer Maske. Und jetzt will ich noch den Bossraum finden. Der muss ja irgendwo in der Nähe sein. So, das war jetzt hart und cool. Alter! Nur noch 3 Herzen. Two of Clubs, doppelte Bomben. Hier ist der Bossraum. Wir haben nirgends mehr ein Soul Hearts. Aber wir könnten tatsächlich die Two of Hearts Karte mitnehmen. Für den Fall der Fälle. Weil rauskommen aus dem Bossraum kommen wir ja immer noch. Das geht ja bei Moms Heart. Aber... mitnehmen ins Sheol können wir das Ding nicht. Ha. So. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir ein gutes Zeitverhalten kriegen und ab dafür. So. Und das Auge da hinten auch noch weg. Und jetzt komm runter. Und schluck Krampus Kopf. Jawohl. Das ging definitiv mal besser als gedacht. Heißt, wir gehen zurück. Wir haben mit Samson Moms Heart gekillt. Das können wir abhaken. Sofern uns hier das Game nicht abschmiert, was bis jetzt noch nie passiert ist. Von daher bin ich... guter Dinge, dass wir das abhacken können. Und
Wir holen uns die Joker-Karte. Teleportieren uns in den Teufelsraum. Und gehen hinunter ins Sheol. Erneut. Und schauen, dass wir mit Samson auch das gleich abhacken können. Alpecac-Hammer freigeschaltet. Geil. Das ist ein cooles Item. Aber auch sehr schwer damit zu spielen. Aber dazu mehr, wenn wir es irgendwann mal kriegen. Ich muss kurz mal eigentlich erwähnen, dass wir eigentlich in Sheol noch gar nicht rein können sollten. Denn das geht eigentlich erst, wenn man... Bad Trip. Oh, ganz toll. Oh, das wird jetzt schwer. Wir müssen fast nochmal so einen Run hinlegen wie mit Eve gestern. Oh. Ignoriert das Geräusch bitte. Habe ich tatsächlich vergessen, meinen Browser zu beenden und die Twitch Now App hat sich gerade gemeldet. Okay. Ja, ich versuche gerade einen Pilzeffekt hervorzurufen, weil wir den vorher gerade hatten. Wir hatten vorher gerade gesehen, wo der... Ah, okay. Gut, wir können uns den Gang nach oben gleich sparen, weil wir nicht wahrscheinlich oben rumkommen. Das heißt, wir müssen rechts zum Bossraum. Genau, den Pilzeffekt wollte ich haben. Deswegen finde ich den Liberty Cap so praktisch, weil man teilweise einfach die ganze Karte sehen kann. So. Okay, eine Pille Health Down. Die nehme ich ganz sicher nicht ein. Wow, wie viele Geister denn bitte? Acht Stück. Ja, wenigstens haben wir unseren Leech. Wow. Das ist wenigstens etwas, das... Naja, dass wir so viele Herzen gedroppt kriegen. So, jetzt hoch. Nö, okay. Das war unnötig. Oh, oh, fuck. Das war auch unnötig. So. Aber wir kriegen echt viele halbe Herzen gedroppt. Warum eigentlich? Oh, oh Mann. Dann trifft uns wieder so ein blödes Vieh. Und da sind die ganzen Herzen auch schon wieder weg. Moment. Haben wir Flügel? Wir haben keine Flügel. Warum haben wir gerade die drei Fliegen gekriegt? So, jetzt haben wir nach oben. Oh nein, 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 oh nein. Boah. Wir können dem Laser nicht ausweichen. Wir können uns nur vor ihm verstecken. Boah. Das ist so ein Dauergeschütz. Das kann man auch nicht zerstören. Oh oh. Oh, zweimal Loki in einem Raum ist nicht lustig. Komm, 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 geh drauf. Einmal und du auch noch. Zweimal, danke. Jetzt nur noch du. So. Hammer gekriegt. Und jetzt dürfte hier oben der Bossraum sein. Wunderbar. Death. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Oh. Ah! Das ist so blöd, weil wir diesen behinderten Stein. Aua, Steinen. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ah! Shit, wieder voll reingelaufen. Wieso kriegen wir so viele halbe Herzen gedroppt? Ich check's nicht. Welches Item. Macht denn das? Irgendeins wird schon sein, dass wir so viele halbe Herzen kriegen. Überall liegen die rum. So. Ja, dann lasst es uns probieren, Satan zu besiegen. Wir haben den Kopf von Krampus, den werde ich bei der zweiten Form einsetzen. Die ist, denke ich, die schwerste. Die erste kriegen wir ganz schnell down und die letzte ist dann nur noch ausweichend, so wie gestern. Das kriegen wir schon irgendwie.
Satan. Oh, perfekt. Ich hatte sogar noch Damage ab, glaube ich. Für den Raum. Oh, das Problem ist, ich kann uns nicht unterscheiden. So, nicht reinlaufen. Sterben. Oh Gott. Nicht so gut getroffen wie gehofft. Aber er ist down und wir haben noch 3 Herzen. Aber das heißt noch lange nichts. Ein halbes Herz liegt drum. Oh, shit, 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 shit. Aua, ich sehe die Viecher nicht. Alter, nein, 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 nein. Danke, 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 danke. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Halbes Herz. Ja, ja, ja. Yes. Ah. Tut das gut. So. Auch mit Samson haben wir Satan besiegt. Jetzt noch einmal das Ende von Satan und dann sehen wir uns gleich nochmal, um das Ende von Mom's Heart uns anzuschauen. Binding of Isaac Development Staff! Yes! Okay. Das heißt, wir haben mit Isaac, mit Magdalene, mit Cain, mit Judas, mit Eve und mit Samson Mom's Heart schon besiegt. Heißt, wir haben 6-mal das Herzchen besiegt. Und ich glaube, mit 3 oder 4 von ihnen sogar Satan. Mit vieren. Das war jetzt der 4. Satan-Kill. Bloody Rites haben wir gekriegt. Und wir haben schon 4 Teile des Negativs. Was es damit auf sich hat, das sehen wir auch viel, viel später. Soweit war ich übrigens selbst noch nie. Das ist auch neu in Rebirth. Da bin ich richtig gespannt drauf, wie das dann wird. Seht ihr dann, wenn es weit ist. Und wir haben noch Stats. Endings. Und zwar eine Nummer 6. Das Ending, was wir bei Mom's Heart hatten. Viel Spaß! So! Das war's mit der dieswöchigen Ausgabe von The Binding of Isaac Rebirth. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Montag und einen ganz tollen Dienstag und einen ganz tollen Mittwoch und Donnerstag und Freitag, wo ihr natürlich gerne bei The Book of Unwritten Tales, The Critter Chronicles reinschauen könnt. Dieses Game ist so Hammer. Ich feiere das über alle Maßen. Und wenn nicht, dann sehen wir uns hoffentlich dann wieder nächsten Samstag bei The Binding of Isaac Rebirth. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei wärt und wünsche euch eine traumhafte Woche. Bis dahin, Leute. Ciao.